Yo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr habt es am Titel gesehen. Wir kommen langsam zum Finale von den Doorboards. Ihr habt es ja im letzten Video gesehen. Da haben wir das Ganze bezogen. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt das Ganze ins Auto rein. Wird richtig massiv festgespackst. Und die Tief-Mitteltöner kommen rein. Die sind in der Zwischenzeit gekommen. Wer mir auf Instagram folgt, hat es schon gesehen. Falls ihr mir nicht auf Insta folgt, macht euch auf jeden Fall rein. Link ist in der Videobeschreibung. Es sind die Deep Bones Apokalypse APM 81A geworden. Habt ihr ja auch in dem letzten Teil schon ganz kurz gesehen, wo wir die eingepasst haben. In diesem Teil werde ich da ein bisschen genauer drauf eingehen. Spoiler an der Stelle, wir werden die noch nicht direkt betreiben. Ich werde euch vielleicht so einen kleinen Ausschnitt hier reinschneiden. Denn aktuell ist der Passat komplett zerlegt. Ich bin da jetzt demnächst bei, die Wall zu bauen. Da ist ja alles raus, keine Endstufen drin, nix. Das wäre unnütze Arbeit, das jetzt irgendwie so auf Biegen und Brechen ans Laufen zu kriegen. Aber wir werden alles fertig montieren. So wie es nachher auch sitzen soll. Bevor wir die Türpappen reinmachen, zeige ich euch die Babys hier nochmal ein bisschen im Detail. Weil, Alter. Freunde, kurzer Porn. Ihr habt es gesehen, Freunde, die Dinger sind wirklich fucking sexy. Also wirklich, ich habe sie kurz gehört, muss ich spoilern, blende ich euch ein. Ganz kurz testweise hatte ich die schon mal drin, weil hat mich einfach nicht locker gelassen. Egal. Als wenn das nicht passiert wäre, ich schwöre es euch, Freunde. Ich freue mich so hart darauf, wenn das System funktioniert. Das wird einfach nur wild. Ohne Spaß, es wird einfach nur pervers, was dann passiert. Egal, so viel dazu, genug geschwärmt. An dieser Stelle einmal ganz kurzes Shoutout an meinen Partner Masori.de, die mich bei diesem Projekt unterstützen und das Ganze damit überhaupt erst ermöglichen. Falls ihr Masori nicht kennt, da bekommt ihr alles, was so ein bisschen das extremere KFI angeht, unter anderem auch solche Spielzeuge. Checkt das Ganze mal aus, in der Videobeschreibung findet ihr ein paar mehr Infos dazu. Und mit dem Code BuzzBuddies könnt ihr 5% auf die Marken Deep Bones, Dragster Audio Art und 4X sparen. Deswegen, Freunde, wenn ihr was braucht, macht euch rein. Weiter geht's mit dem Video. Bevor wir die guten Dinge einbauen können, müssen wir natürlich erstmal die Türpappen drin haben. Also jetzt zeige ich euch ganz kurz. Ich habe hier nochmal so ein bisschen überarbeitet. Ich habe hier neue Klipse reingemacht. Ich habe hier nochmal so, ja, an die Stellen, wo es eben passt, nochmal ein bisschen was von meinem Dämmzeug hingemacht. Sonst nichts Besonderes. Jetzt müssen wir nochmal eben kurz hier vorne aufschneiden. Die Fläche, das mache ich mal ganz fix und dann sehen wir uns gleich am Auto wieder. So, Freunde, angekommen am Auto, ab jetzt aus der POV. Ich hoffe, man kann alles Relevante sehen, weil sonst kriege ich das mit Machen und mit Filmen nicht hin. Ich hoffe, das geht klar. Ihr seht, ich habe alles Alte, da unten liegt, rausgerissen. Und jetzt bauen wir erstmal die Türpappe so ein, wie man sie halt eben normal einbauen würde. Jetzt ist die Tür so drin, wie man es halt eben normalerweise machen würde mit den Klipsen. Jetzt wären hier unten noch zwei kleine Schräubchen. Die eine haben wir ja zugemacht mit unserem GFK. Die hintere hier, das trägt aber alles nichts. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen stärker daran ziehen würde, trotz hier den beiden Schrauben, ist das Ding ab und ist auch einfach nicht so stabil, wie ich mir das vorstelle. Deswegen habe ich mir was überlegt. Auf der anderen Seite habe ich das, by the way, schon fertig. Aber ist egal, wir fangen jetzt hier erstmal an. Ich habe mir so ein bisschen Stuff geholt. Und zwar so ein paar Winkel und Schrauben in verschiedenen Größen. Und die werden wir jetzt, uppala, ich zeig's euch, vom Prinzip her, so hier reinsetzen.
Ich hoffe, man kann das sehen. Hier festschrauben und dann hinten in der Rückwand festspaxen. Und dann, ich sag mal, hier so 2 oder 3 und hier vorne dann auch 2 oder 3. Und dann haben wir da richtig massig Stabilität drin. Wichtig dabei ist, nicht zu lange Schrauben zu nehmen, weil wenn ich die jetzt da durchjage, dann geht die Scheibe nachher nicht mehr runter. Ich habe es auf der Fahrerseite ausprobiert mit den ganz kurzen Schrauben. Hier zum Beispiel die hier, das würde funktionieren. Das geht. Und die jagen wir da jetzt rein. Jetzt mache ich mir aber als allererstes, merke ich mir, wie viele ich brauche. Beziehungsweise mit wie vielen ich hier hinkomme. So, ich würde hier ganz gerne einen hinmachen. Das heißt Nummer 1. Ja, Nummer 2. Hier unten ist schwierig wegen der Kante. Aber hier oben können wir noch einen hinmachen. Nummer 3. Und hier vorne. Nummer 1, das passt. Kriegen wir den auch noch unter. Aber sicher doch. So, und jetzt schneide ich mir die hier eben alle zurecht, dass wir an der anderen Schraubseite eben nur so ein kurzes Stück haben, damit da nicht so viel unnötig rumhängt. So, die habe ich mir jetzt eben zugeschnitten. Zack. Jetzt suche ich mal eben ein paar kurze Schrauben raus. Ja, mache ich gleich nach und nach. So, und jetzt können wir einfach mit dem Akkuschrauberinski die Dinger so dran halten. Ich lasse jetzt bewusst, ich hoffe, man sieht das. Jetzt wäre er dran. Minimal Luft. Damit der sich eben, ja, richtig da dran zieht. So, und jetzt, Alter. So. So, und das machen wir jetzt auch noch mit den anderen. Jetzt haben wir das Ganze fest. Ich glaube, man sieht das ganz deutlich. Bevor das hier von der Tür kommt, reißen wir die Tür mit ab. Ja, und jetzt können wir uns gleich eben dran machen, das Kabel hier passend ablängen, zeige ich euch auch gleich, und dann schon die Lautsprecher reinsetzen. So, Freunde, jetzt geht es daran, das Ganze eben abzulängen und zu krimpen und anzuschließen und dann auch reinzuschrauben. Die Tiefmitteltöner, die haben Schraubterminals, die man, wo man hier entweder so, ja, Gabeln drunter machen könnte oder eben hier, die werden wir nehmen, weil die halten, die können sich da nicht lösen. Ohne Scheiß finde ich richtig gut. Die meisten Lautsprecher haben ja diese Steckdinger oder irgendwie hier diese Flachstecker drauf. Ganz ehrlich, das ist richtig geil, weil das wird sich niemals lösen. Das finde ich richtig gut. So, jetzt, bevor wir das aber anklemmen, längen wir uns erstmal das Kabel ab und ich lasse es hier einfach ein bisschen länger. Das macht es uns nachher beim Einbau ja einfacher, denn ihr seht, ich habe hier hinter ist genug Platz, wo das nachher verschwindet. So, ich sag mal, so ist gut. So, Freunde, jetzt ganz kurz hier im Voice-Over. Ihr seht, die GoPro war leider nicht so geil auf meinem Kopf befestigt, dass man wirklich alles sieht. Deswegen erkläre ich das euch jetzt einfach hier ganz kurz im Schnelldurchlauf. Ich habe einfach an die Kabel selber die so Kabelschuhe dran gemacht, eben Ringösen dran gemacht und die dann am Lautsprecher fest. Ist ja jetzt nicht so die Kunst, sollte eigentlich jeder geschissen kriegen. Ich habe die beiden, also pro Tür, immer parallel geschaltet, sprich die Kabel, die von der Endstufe kommen, auf den ersten Lautsprecher und plus auf plus, minus auf minus von dem ersten wieder auf den zweiten Lautsprecher. So, dass wir nachher hinten an der Endstufe wirklich auf 2 Ohm landen, denn jedes einzelne Chassis hat 4 Ohm. Ja, leider ein bisschen kacke gefilmt mit der GoPro, seid mir da ein bisschen nachsichtig, aber wie gesagt, ich denke mir, so spannend ist es eh nicht. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Alter, ganz ehrlich, Freunde, das ist geisteskrank. Das ist nicht
bisschen geil. Das ist nicht, okay, das ist einfach nur abartig. Ohne Spaß. Das sieht so dermaßen sexy aus. Ganz ehrlich, Freunde, ich kann es einfach nicht abwarten, wenn die Dinger nachher laufen und richtig, richtig Krawall machen. Das ist, Alter, das war richtig viel Arbeit, die Türpappen so zu machen. Ihr habt ja immer nur gecuttet und in Timelapse gesehen, das sind, mit Sicherheit sind da jetzt, 4 oder 5 Wochenenden reingegangen. Also ich meine nicht immer komplett immer, aber, also schon einiges an Zeit reingegangen. Aber Alter, es ist einfach nur geil. Ganz ehrlich, Freunde, auch hier oben mit dem Stoff, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich kann es halt einfach, es ist die Karre, ihr seht, es ist momentan Katastrophe, hinten ist, ich zeig's euch, aktuell noch nicht viel passiert. Hier muss noch ein Gehäuse rein und alles, hier muss die Wall rein. Aber Alter, wenn die Dinger laufen, Freunde, ohne Spaß, das wird so geil, das wird einfach nur geil. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht noch schwarze Schrauben hier reinmache, die dann nicht so auffallen. Obwohl ich glaube, das ist eigentlich, doch, das ist eigentlich ganz geil mit den silbernen Schrauben. Wenn ich hier später, hier soll ja noch eine Leiste hin, wenn ich die auch in so einem Silber mache, oder in so einem Alu-Look, wie auch immer, ich glaube, dann ist das schon, oh, Freunde, ist das geil. Alter Vater, wenn das nachher spielt, geisteskrank, ey, ohne Spaß, geisteskrank. Die Tür wiegt zwar jetzt 38 Kilo mehr. Ich hoffe, die geht überhaupt noch zu. Ja, easy. Ohne Scheiß, mit so viel Schwung darf man die nicht aufmachen, sonst reißen die Türfangbänder ab. Weil das ist schon echt schwer. Und das soll es mit dem Video auch schon gewesen sein, Freunde. Ihr habt es gesehen, die Türpappen sind drin, die Lautsprecher sind drin. Ich kann es nicht abwarten, wenn das System läuft. Ganz ehrlich, Freunde, das wird einfach Anderswelt. Beim allerbesten Willen, das wird so geisteskrank. Alter, Resümee, wie gesagt, die Türpappen waren scheiße viel, also wirklich viel Arbeit. Aber ich persönlich, und das sage ich jetzt auch ehrlich, sind die schönsten, die ich je gebaut habe, die besten, die ich je gebaut habe. Und die mir, ich habe ja schon öfter Türpappen gebaut, aber die gefallen mir wirklich verdammt nochmal richtig, richtig gut. Wie gesagt, das sind somit die besten, die ich bis jetzt gebaut habe. Die Tiefmitteltöner, auch das sind geisteskranke Dinger. Wie gesagt, ich habe die ja schon ganz kurz gehört. Klanglich jetzt nicht so der Hit, aber ich habe sie nur mit 100 Watt RMS gehört. Muss ich dazu sagen. Nachher gehen da pro Tour 500 Watt rein. Das wird nochmal ein bisschen eine andere Liga. Ja, ohne Scheiß, seid auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich so, wenn das fertig ist. Das wird einfach nur geil. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt, wenn das Setting endlich läuft. Oder endlich mal in die Richtung kommt, dass man es laufen nennen kann. Wie gesagt, jetzt muss die Wall noch fertig gebaut werden. Da gibt es dann aber auch Videos zu. Und da muss Verkabelung noch gemacht werden und alles drum und dran. Die Hochtönergehäuse müssen Stand jetzt noch fertig gemacht werden und so. Arbeit ist noch genug. Aber Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Videoserie mit den Türpappen hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen, wie man das Ganze so machen kann. Ist ja nur ein Anreiz, eine Idee. Es gibt noch hunderte Arten, haben mir auch viele geschrieben, stimmt auch zu 100%. Es gibt noch 100 verschiedene Möglichkeiten, Türpappen zu bauen. Für den SPL-Bereich gibt es auch noch sinnvollere Arten, Türpappen zu bauen. Aber Freunde, ihr seht das Ergebnis. War viel Arbeit, aber ich persönlich finde es halt einfach geil. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fertige Ergebnis findet. Und damit steigen wir jetzt nochmal mit einem kurzen Porn aus von dem fertigen Resultat. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein.